city sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear. Guten Tag, Herr Weihnachtsmann. Rocker-Weihnachtsmann. It's Christmas time. Ja, von hinten sieht er ja noch besser aus mit den Stiefeln. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Und war erfolgreich, Herr Weihnachtsmann? Erfolgreich. Sehr schön. Wer kommt denn da? Guten Tag, guten Tag. Bitte lachen, Sie sind auf Video. So. Hallo. Hallo. Der Weihnachtsmann ist da. Wo hast du denn mein Engelchen? Na, die ist... Ah, wofür? Die ist da. Was zu feiern hier, das ist die große Weihnachtsmühle. Ja, ein Schönheit. Wow, es regnet, ja. Ja, natürlich. Hallo. Du klickst alles. Ui, die Meisterin. Die Meisterin. Die Meisterin von mir. Ja. Danke schön. Ja. Schön und da. Bist du größer geworden? Nee, du hast geworden. Weißmaterial. Schön, dass alle da sind. Eine Sensation. Einmal im Jahr schaffen wir es. Wollt ihr dieses Jahr mal was hören? Ja. Yeah. Los, schieß los.
So, dann fange ich, ja, wenn ich auch von euch jeden erwähne, weiß ich nicht, ob euch das noch recht ist. Das werden wir nein, ja nein, nein, nein. Ich fange erstmal an. Ja, also erst fange ich erstmal an. Nochmal, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Auch besonders hier, dass Patrick gekommen ist, wie immer, einmal im Jahr, ja. Du kriegst einen Ding schon. Weil du sonst immer im Jahr viel zu selten hier bist, ja, und immer ankündigst. Nee, aber sonst, ja, freuen wir uns dann logischerweise, dass du auch wieder dabei bist. Ja, und wenn jetzt die Lobeshymne jetzt für Charlene wollte ich erst später halten zum Schluss, aber ich gehe jetzt noch rein nach. Mhm. Auf unsere Meisterin. Ja. Wir hatten so gesehen dieses Jahr ja, ein wahnsinnig spannendes, ereignisreiches Jahr. Ein gutes. Ein gutes, ein gesundes letztendlich. Ja, an sich habe ich überlegt, was wir noch nie so hatten. Also ohne irgendwelche riesen Einschläge. Timo hatte nur zwei kleine Unfälle. Aber ja, zweimal umgefahren, ja, und nichts weiter passiert. Ja, aber die waren so gesehen harmlos. Ja. Ja. Also erstmal schade, dass er jetzt so knaller durchgezogen hat. Ja, meine Hochachtung nochmal. Silla hat ihr Bein vor Glück. Ich auch. Du ja sowieso, ja. Ich auch. Ja, kann stolz sein ohne Ende, kann ja keiner mehr nehmen. Der Film auch, sonst wirst du übermütig. Nee, wirklich, also ganz toll. Danny wird weiter. Den haben wir da hinten immer schön fleißig jetzt filmen. Danny. Der immer lockerer und der ist erwachsen geworden. Schönen Dank. Sorry, jetzt muss ich jetzt auch mal sagen. Und ich habe mich mit ihm richtig gut unterhalten. Das war schon letztes Jahr zu Weihnachten so, gerade bei der Rückfahrt. Da hatten wir uns so dran unterhalten. Und die sind ja super mit dem Job. Ja, freut uns ohne Ende. Muss man mich sagen. Auch, danke. Du hast was dir gefunden, was dir Spaß macht und gleichzeitig hast du einen sicheren Job. Ja. Also besser bis geht's zur nicht. Rente. Ja, ja, den weiß man. Den weiß man aber nicht so. Nee, wir sind jedenfalls ja hoch zufrieden. Deine Mutter garantiert noch mehr als ich immer. Ich sage immer, ich bin nur der Second-Hand-Vater. Ja, aber freut mich auch total. Nein, stolz auf dich ja auch ohne Ende. Wirklich so die Kurve zu kriegen, muss man einfach mal sagen, aus der Scheiße, wo du rausgekommen bist. Wahnsinn. Merci. Ja. Also da hatten wir uns beide immer separat. Silla immer heimlich abends im Bett. Genau. Silla mit Lobeshymnen überschüttet, muss ich mich zurückhalten, das wird zu grüßen, Wahnsinn. Nein, nein, ich bin froh, dass ich dich habe. Ja, oh. Auf Ewigkeit, auf Gegenseitigkeit. Nee. Wir feiern nicht nur die Feier aus, wir sind ja schon mehr die ältere Generation mit 60 plus. Ich hätte schon nie gedacht, dass wir hier so locker leben. Ja, den jetzt gleich weiter. Dann haben wir Sven und Jennifer. Euch beide fasse ich zusammen diesmal. Ja. Ja. In der Hoffnung, dass das jetzt, wie es jetzt so läuft, einfach weiter so läuft. Ich ja bin froh drüber, über Sven, dass er, wenn es dir jetzt beschissen geht, praktisch auch immer so ein bisschen aufpasst. Das muss man auch mal dazu sagen. Ist nicht ja selbstverständlich. Ja, dass du sonst auch dein Ding machst, was du machen kannst. Das sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Ja, vor allen Dingen, wo ich jetzt so wenig Zeit habe. Ja, ja, das muss ich mal sagen. Obwohl du dich ja mal beschwert hast, wenn Silla jetzt mal ein bisschen Luft hat, ist es für sie auch sehr gut und für uns ist es sowieso auch. Und das ist einfach angenehmer, wenn wir mal unterwegs sind, wenn wir wissen, du bist hier praktisch nicht alleine und wenn was ist. Also schönen Dank auch nochmal. Ja. Und Sven hat ja auch gleich wieder eine Arbeit gekriegt. Ja, das sind alle so erlaubt. Steht da und alle haben Angst, wenn er da steht. Ist doch verständlich. Ja. Also da muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Also ich finde es richtig gut, dass er für mich da ist. Also er passt ja auf mich auf. Und wir wissen das ja. Ich bin da wirklich, ich habe da auch keine Angst, wenn er mal nicht da ist, weil ich weiß, er beschützt mich in aller. So soll es sein. Ja. Dafür liebe ich ihn auch. Das ist oh ja schon oh ein Wahnsinn. Das ist aber schön, das ist so, und jetzt geht es weiter mit Timo und Laura. Oh. Ja, weil wenn Junior halt leider immer Schiss, dass er irgendwo jenseits. Macht er ja nicht, der nicht. Macht er ja nicht. Da habe ich gekocht, er trägt jetzt seine Leuchtschwester im Dunkeln. Ja. Selbstverständlich. Ja, sonst das ja beide, jetzt seid ihr ja, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ist ja so schon zweit, aber. Ja. Ich dachte noch, ich hätte noch eins drauf. Ich hätte auch noch eins drauf genommen. Das zweite, war zweite Mal Weihnachten hier. Ja, sonst, ja, ihr läuft ja im Prinzip so nicht nebenher, aber ohne Stress. Jede. Ja. Timo meldet sich, wenn er gebraucht wird, sonst ist es ja noch nicht so viel. Vielleicht fährt er vielleicht nächstes Jahr mit mir mal öfter, aber muss er sich denn, wenn er Zeit hat, also real. Ich habe ja sie noch Möglichkeiten selber zu fahren. Nee, sonst auch bei deinem Job, ja. Funktioniert ja.
Das klingt blöd, wenn ich sage, war nicht anders zu erwarten. Aber ja. Und bei Laura sonst wird warm langsam, dann? Nee. Aber schon mal im Vorfeld. Also, dieses Jahr. Oh, ja. Oh. Also, wenn das klappt, hast du ein 6er Lotto. Oh. Wenn es klappt, genau. Also kann man nur sagen. Das ist, würde uns das besprechen freuen, wir ja. dann nächstes Jahr. Genau, das besprechen wir nächstes Jahr. Wenn es nicht klappt, kann man ruhig ändern. Das Jahr wie. Also du bist ja schon zum Amtsarzt, also kann auch, ja, ja. Wird eigentlich nicht mehr. Also viel. Sollte das hinhauen, dann ist das wirklich, dann kannst du eine Party machen. Ne? Dann machen wir gleich noch eine Flasche Sekt. Ja. Also wie gesagt, ist egal, also dieses Jahr ist jetzt einfach von vorhin Weihnachten zu diesem Weihnachten so gesehen optimal verlaufen. Jedes Jahr werden wir nicht so ein Glück haben. Ja. Oh. Naja, ist so. Leider. Wäre schön, wenn es weiter so geht. Wer bei uns bin, kann man nur sagen, wir sagen immer nur, wir wollen in Ruhe und zufrieden und gesund alt werden. Ja, das ist gleich. Haben wir schon wieder erfolgreich geschafft ein Jahr. Wir schlafen noch mehr als früher jetzt. Ja. Also vor 10 Uhr braucht der Kleine ankommen. Ja. Morgens. Genau. Ja, also. Aber dann wisst ihr, wie es ist mit lange Schlafen. Ja, also. Sehr schön. Na, sehr schön. Ja. Ja. Und damit bin ich jetzt am Ende, obwohl ich hier weiter mit dem Kopf und Kragen rede. Also schönen Dank nochmal, Prost, ja, und für Weihnachtsfeier. Und auf jeden Fall. Ah, danke. Okay, danke. Was macht ihr denn hier? Wir schwarzen. Und wir haben die Tür zu. Wir haben uns ausgesperrt. Ja, kannst du mit den Schlüssel rausstecken? Du hältst die Kamera falsch rum. Nee, gar nicht wahr. Nee, gar nicht wahr. Wir altern ja nicht mehr, aber alle nach dem Essen voll gefuttert. Ja, stimmt. Stimmt, genau. Bei den Alten, die wir bleiben jetzt. Ja, genau, die bleibt immer auf jedes Jahr genau, gleich. Genau, genau, genau. Frauen, genau. Die Oma, genau. Da, genau. Bei uns ist ja die Stirn geht immer weiter nach oben. Mein Opa war schon. Ja auch die ganzen Jahre immer gleich. Immer. Und irgendwann hat er zu mir mal gesagt, was ist denn für den schwarzen Haaren? Schwarze Haare. Rodeln. Hat der Kühlschmacher einen Landbruder? Ja, das ist ja. Also von den Toten. Die was? Die Harley-Zapfsäule, die du dir geholt hast. Nein! Die sieht nein! Da, die sieht aber echt billig aus. Was? Timo, bist wie immer ein Schwein. Timo, die sieht aber echt billig aus. Der ist wie immer ein Schwein. Toll. Timo macht den Baum kaputt auch noch. Die Deko rollt. Tja, wohin gehen wir jetzt, Timo? Timo, du musst am besten die Knie. Ja, dann müssen wir irgendwie von der Seite nochmal machen, das verbauen. Ja, ja. Ich mach erstmal einen Test. Packst du mich gerade an? Mach keinen Scheiß. Das sieht nett aus. Echt? Ja. Ja, dann kommst du her. Jetzt darfst du nicht. Jenny und Sven. Was? Du, das ist bestimmt ein Sexspielzeug. Ja. Ja. Ja, genau. Lorna, gibt's einmal. Ich hoffe, das gehört dazu, ja? Oh, voll gut. Hast du das nicht, dass du was dran hängst? Sven. Ja, stimmt, ich habe ihn mit den Eiern, das stimmt. Ja. Ach, das stimmt. Also ich hätte mich ja schon beschwert, wenn der Kindereier gehabt hätte. Ready. Jetzt sag mal. Ready. Ich werde Long time ago in Bethlehem, oh, the Holy Bible. Das ist jetzt Sexspielzeug. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Jetzt kann ich das. Nicht, dass ich hier noch weine. Oh nein! Nicht, dass du an Weihnachten noch weinst. Nein, oh mein Gott, ja. Wegen dieser süßen Temperaturfriese. Von mir auf die Uhr, da war auch nicht. Diese scheiß Temperaturfriese. Weil die ja sofort dafür einen Namen auch hatte, ne? Temperaturfriese? Ja, ja, aber ich stimmt ja auch. Ja, natürlich, aber nur als ich auf Temperaturfriese. Ich stelle mir vor, wie meine Oma damals so eine gern gehabt hätte. Voll, voll. Das wäre genau so schön. Das hätte voll in. Aber du bist hier auch im Versand. Ja, aber irgendwie ist hier nicht.
Und dann kannst du ja drauf ernsthaft. Mach ich ihn zu Hause mal gucken, wie zwischendurch kommt. Aber der kostet viel. Ey, würdest du nicht einfach über ihn fahren? Der geht dann von allein. Ja, ey, da kostet man auch noch 7 Euro. Ja, die sind ja direkt von der Herstellung. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Wir waren direkt praktisch bei der Fabrik. Ich hab's doch nur gerettet, das ja, ja, schon. Ich kenn's doch, ich hatte es auch, wenn ich irgendwie ja nach Hause komme. Das ist doof, aber da fahrt man vor, was du machst, denke ich mir. Also außerdem von mir, von dir kannst du ja zu mir laufen. Weißt du, ob ich zum Paar schon gelaufen bin? Also okay, nicht vielleicht zum Paar, aber... Kannst du vorbeischauen? Ich bin schon aus dem Wedding bis zu mir gelatscht. Ja. Wie? Und Silvester ist doch voll entspannt, läuft man halt. Inwiefern? Ist ja cool. Ist okay, jetzt kann man uns fast nehmen, wenn du... Macht bestimmt Spaß. Na, das sind doch nur 3 U-Bahn-Stationen. Also ohne diese Paralindauer. Na, jetzt musst du immer langsam am Rand lang. Paralindauer, Karbonel fahren und dann Rathaus bin ich schon. Ah, da kommst du nicht erst. Ja, deswegen. Das geht eigentlich voll. Ich sag's ja. Gucken wir mal. Mal. Das ist noch nicht richtig, dauert noch einen Moment. Ich auch, deswegen habe ich sowas auch noch nie. Aber ich habe die nämlich, ich habe solche nämlich gesehen bei Amazon. Ist da Zucker drin? Kann man ja machen mit so... Ja, ich habe auch ein Bild bekommen von Amazon, was bestellt. Genau, das aber so wie ich dachte, ich habe das mit Zucker. Ich will noch welchen kommen. Oh, wird da echt was. Ja. Wenn die alle so extrem blinken. Warte. Da habe ich mal manche Rezensionen gesehen, die ich ausgeschaltet habe. Ja, das ist so extrem. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wenn du wusstest, dass ich die vorhin schon abgenommen habe. Nein. Echt? Ja, nein. Hat er gemacht. Doch. Hör doch auf zu lügen, Timo. Dann ist die Grill. Wo fängt er an? Wer ist denn jetzt hier den Rest? Schreib wahrscheinlich. Mein Bett ruft. Meine Matratze schreit. Deine Matratze schreit. Guck dir mal, tschüss. Wie in Russland. Was, wie in Russland? Wie in Russland. Ja, wie in Russland hier. Alle besoffen hier. Wie in Russland.